Hallo meine Trucker-Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zur Maximus-Bastelstunde für den Euro-Truck-Simulator 2 in der Version 1.39. Werden wir heute mal einen BDF-Truck zusammen basteln. Natürlich, wir nehmen den Scania. Warum? Ja, weil viele von euch Scania sehen wollen. Außerdem, ich mag den LKW auch. Deswegen nehmen wir den einfach mal. Und so wie ich den jetzt zusammenbaue, werdet ihr den wahrscheinlich die nächsten Tage auch sehen. Oh, genau. Da gehen wir mal hin. Parken das Prachtstück und werden erstmal ein paar Sachen ändern. Unten findet ihr auf den Link zu den LKW. Oder besser gesagt zum BDF. Job. Sache. Der 1.139.0 Version. So, wir haben natürlich die ganz normalen Trailer oder schon. Nein, die Fahrwerke, die es dazu gibt. Aber dann kommen andere Fahrwerke. Können natürlich ein Extrem sein. Wir wollen aber mal die und so, bei den Motoren. Ich würde sagen, wir nehmen 20S. Ja. 520S Scania. Nicht S 520, wurde geändert, ne? Sein soll. Deswegen, ja, machen wir das einfach mal. Gut, der Innenraum. Ihr seht, ich nehme immer diesen orange, falsche Seite, orange, schwarz, weil ich das passt es doch nicht. Ich weiß. So, bei der Lackierung, ich habe ja natürlich ein paar Lackierungen hier. Das Liner Pack, aber sagt, da muss jeder selber entscheiden. Aber jetzt mal Sambo. Ja, machen wir. Okay, gehen wir gleich mal hier drüben hin. Machtzeichen an. Sagen wir mal. Bisschen Chrom kann ja sein, aber ne? Räder, weil das ist immer irgendwie schwierig, ne? Sag, warum man das nicht irgendwie so machen kann, wenn ich ohne die Räder mache, dass wenn das anpasst. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hätte wohl Sachen anklickst, Kabel wird haben und dann wahrscheinlich würde das alles zu weit. So. Das haben wir erstmal geregelt. Dann würde ich sagen, machen wir Schaukasten hin. Wagenfarbe. Boah, sieht ja schon mal schick aus, ne? Doch, kann man durchaus so lassen, den Truck. Und auch noch mal ein paar Staukästen. Ja, und dann Sachen hier. Und da halt jeder wissen, was packt. Wir werden das ja auf jeden Fall auch mal als voll bringen, aber ich hätte auch hier ein paar Lichter ran zu machen. Passen aber nicht so 100%. Ihr seht das hier die Kante, da glitscht es so ein bisschen rein. Aber was gerade bei Himmel halt aus. Ja, hier. Trailer auch, den gucken wir dann noch an. Länger in. Okay. Wichtig ist natürlich auch Türgriff. Wagenfarbe, das mit Wagenfarbe. Dann schau aus. Ah, schöne Sachen. Könnten wir hier unser Michelinchen hinsetzen? Verdienen. Denn nehmen wir immer Standard. Ach, guck an. Das ist auch immer hier unten. Da ist mir das wirklich
Tage aufgefallen, dass ein LKW wirklich damit gefahren. Fand ich sehr interessant. Weiten schon aufgefallen, dass der Lampen hier dran hat. Cool. Ja. Fällt's auf jeden Fall auf. So, wir gehen mal weiter runter. Wir haben ja auch hier die Heller-Lampen dran. Licht an, vielleicht. Ach, guck mal, hier ist es. Ja, es sind so viele Anbauteile. Der Blöde im Kopf. Da werde ich das. Machen wir mal ein paar Hütten. Weil lieber gerne hier mal an der Seite das haben. Also nicht oben auf dem Dach, sondern eher irgendwie. Ja. Guck hier doch. Da sind sie. Okay, wir sind auf jeden Fall noch nicht fertig. Wir haben hier noch ein paar Möglichkeiten, hier noch ein paar Lampen ranzumachen. Ihr seht es gerade. Da. Ja, hier am Schreiben. Hier noch ein paar Blinkerspots, aber ich denke, das ist ganz normalen weißen Lampen. Zielführen. Weiß gar nicht, ob ich alle Mods jetzt aktiviert habe. Gerade auf dem anderen Profil oben. Ich habe nicht alle. Weil ich habe das Video schon aufgenommen, war ein Fehler gewesen und jetzt kann ich alles. Hier bei diesen Sachen. Die Kamera. Ich habe aber diese Kamera. Dann sitzt er hier, man fährt. Man hat ja diesen Ausschnitt gemacht, dann bleibt das Bild stehen. Das ist irritierend. Wenn ihr hinguckt, dann geht es wieder, ranzoomen, geht es wieder aus, dann bleibt eingefroren. Wieso, wie man hinguckt, dann gehen die Spiegel hier hin, beim gewissen Prozentsatz Richtung Spiegel fangen die an, oder haben Spiegel rendern. Ja, wenn ihr vor allem Spiegel einblendet die ganze Zeit, ist das unnötig. Ja, da schon. Nehmen wir aber den anderen hier. Den hier. Dann habt ihr nicht so Probleme. Wenn ihr jetzt so fahrt, seht ihr trotzdem was. Ja, anzoomen geht natürlich auch nicht, dann bleibt es wieder eingefroren. Dann nur so als Info. Weil ich ja immer wieder gefragt wurde, Sachen hier nicht. Jetzt noch. So, gehen wir einfach mal weiter. Ich lasse es jetzt einfach mal hier oben. Da bin ich nicht der Freund davon. Könnte man machen. Aber werden nicht angezeigt, deswegen. Vergessen. Echt, das sollte denn schon. Hey, die habe ich dabei. Oh, die mag ich. Ja, gerade wenn man hier so eine blaue Lackierung hat und hier unten so eine blaue Leiste. Wir gehen mal ganz kurz hin. Zeige euch das mal. Ja, hier ist trotzdem eine blaue Leiste, aber das ist nicht ganz so extrem. Hier hat man so. Dann das, aber ich finde das schön aus. So, gut, da haben wir das. Erstmal so fertig. Ach nee, noch nicht ganz. Wir können hier Seite und dann mag ich Schutz haben. Gut. Wie gesagt, ich habe wahrscheinlich den einen oder anderen Mod vergessen, weil ich hierin unterwegs war. Wir setzen, also das sind die ganzen Mal die Sachen. Sachen. Das, was ich kenne, auf jeden Fall
eine Katze. Katzenpaule setzen wir mal hin. So viel. Schrot. So. Hier, da kommt die Katze hin. Ach, und der Tannenbaum. Ja, es ist weihnachtlich. Weihnachten kommt. Hier können wir Dinge tun. Und wichtig. Ich nicht Geschenke, sondern das definitiv. Acht. Ich hätte Bock auf eine Pizza. Setzen wir. Ein paar schöne Sachen hier. So. Gut. Dann würden wir den jetzt so kaufen. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Hohoho, Baby. Schönes Fahrzeug, ne? Wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen einen Trailer holen. Und da gibt es drei verschiedene Sorten. Es gibt einmal den ganz normalen, ja, Zug, ja. Gibt es den ohne irgendwelche Frachtung, glaube ich. Doch ganz unten ist Tandem. Ja, wir haben ja jetzt gesagt, wir werden jetzt den Zug hier nehmen. Ihr habt gesehen, ihr braucht eigentlich gar nicht machen, außer jetzt hier noch die Reifen ändern. Oder hier noch die Lampen. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, weil wenn ihr denn so Nacht fahrt, aber diesen Wintermod schon installiert habt, ist alles. Weil sehr, sehr hübsch. Guckt wie Weihnachten. So, gucken wir mal. Hier, Licht haben wir. Hier würde ich Reifen Gästen hier. Wagenfarbe. Farbe könnt ihr jetzt selber aussuchen. Wir haben ja hier den LKW und dann einfach mal hier so ein Bau hier Licht. Ah, sollte man nicht übertreiben. Machen wir es mal so. Hier. Abweiser. Machen. Nimmt er den untersten Spot, weil ich zeige euch mal gleich was, weil das Backboard falsch ist. Gehen wir mal näher ran. Ah, das Spot. Wenn ihr denn nicht. Seht ihr? 90 Grad geschoben. Deswegen einfach mal und an. Ja, ihr könnt natürlich hier oben einen nehmen, der schon parat gedreht ist. Jetzt überhaupt geschützt werden. Ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel 90 Grad gedreht. Ja, 90 Grad, dann könnt ihr da die auch hier oben ran machen. Das funktioniert. So. Brauchen wir weiter nichts. Das Spots, aber er ist denn. Weil. Rückfahrscheinwerfer könnte man dann machen. Besser gesagt, so ein Dreieck. Aber hier sind auch noch so eine 90-Grad-Teile. Ah, hier. Hier weit unten. Machen. Gleich mal so doof. Lampen kann ich natürlich auch noch ein bisschen ändern. Also man hat hier wirklich hätten hier Fahrzeug abändern. Eigentlich so weit oben sein. Ja. Gut, ist egal. Wir nehmen den jetzt einfach mal. Kaufen den. Und dann gehen wir einfach mal zur Aufgabe, sagen Bescheid. Hey Jungs, ich will die haben. Gehen dann ins Spiel. Und haben wir dran. Ne? Oh, Baby. Sehr schön.
Oho, Baby. Ui. Das tut mir aber leid. Also es läuft auf jeden Fall wie ein Länderspiel heute. Rap. Hier ist Alarm im Darm. Also hier drinnen, hier, ihr seht es, wenn ich ranzoome, geht es nicht. Geht ja aber ganz normal in die Perspektive, dann seht ihr das, auch wenn ihr ein bisschen hier rüber lenkt. Aber wenn ihr mit dem Kopf nach unten geht, dann hält er an, ja. Also. Aber so, auf dem Großen und Ganzen muss ich sagen, der LKW gefällt mir. Macht auf jeden Fall Lärm wie ein großer. Unterschiedliche Hupen, das passt. Oh, Entschuldigung. Ja. Ja, man sollte ein Video nicht zweimal aufnehmen, nur weil YouTube sagt, nein, das ist ein Fehler. Eigentlich sah der LKW ein bisschen anders aus, aber ich habe mein Bestes versucht, das nochmal so hinzubekommen. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.